Hallo und schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play World of Tanks dabei seid. Und heute will ich euch einen Panzer zeigen, der eben nicht so häufig gefahren wird, und zwar die Su 101. Warum will ich das? Weil es mir eigentlich auch so ein Anliegen ist, mal immer nicht so ganz populäre Panzer zeigen. Weil wenn es danach ginge, bräuchte ich eigentlich nur eher ein 100 Maus zeigen und wahrscheinlich Waffenträger und dann hätte ich so die meisten Views. Aber so ein darum geht es gar nicht. Und ich finde nämlich mal Panzer zu sehen und zu zeigen, die man selber vielleicht gar nicht so häufig als Gegner hat und noch weniger selber spielt, umso spannender. Und gerade der Russe hier in dem Fall ist definitiv so einer, weil auch da normalerweise eher die ISU gespielt wird. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so machen kann. Natürlich Top-Tier, 8er, 7er, sogar kleines 6er Gefecht, also von dem her, da hat er Glück, ist jetzt hier in der Schlachtergasse. Kann es natürlich gut mit seinem sehr niedrigen Aufbau hier machen, weil er einfach dann sozusagen nicht viel abbekommen kann. Ansonsten schaut es hier noch ganz ruhig und entspannt aus. Der AMX, der fängt sie hier einen nach dem anderen. Da vorne jetzt ein Tiger, vielleicht kurz auch mal zum Durchschlag, 258 und 340 mit Premium. Und ihr seht schon, jetzt steht er hier sehr gut. Kann ja also phänomenal wirken. Nur der Tiger kommt jetzt da von drüben. Aber durch diese niedrige Aufbaute, da ist es halt einfach gut möglich, da zu wirken. Weil man sieht halt, Nachteil ist natürlich die Gun Impression. Also man kommt nicht wirklich weit runter dann damit. Und jetzt bekommt er hier nochmal einen. Aber mit diesem wahnsinnigen Durchschlag hat er kein Problem. Und der Panzer ist auch sehr agil. Also man hat damit einen, der wirklich auch mal schnell die Flanke wechseln kann. Nachteil, man sieht kaum Links- und Rechtsneigung der Kanone. Also das ist schon maximal, was er jetzt hier anliegen hat. Und jetzt muss er aufpassen. Ne, der kommt noch nicht rum. Weil das ist halt, man muss immer sofort den Panzer mitdrehen. Und gerade wenn man natürlich irgendwo hinterm Busch steht, muss man dann jedes Mal, geht dann das Tarnnetz weg oder das Scherenfernrohr. Da sollte man wirklich drauf achten. So, jetzt auf die Kommandantenkuppel und nimmt ihn da perfekt raus. So soll es sein. So, und jetzt auch der FV. Hier der Premium. Mit bei 6 Hits, 2600 Damage. Also farmt sich ganz gut. Der FV hat hier irgendwie wahrscheinlich größere Probleme. Vielleicht Munitionslager weg oder sonstiges. Auf jeden Fall kam da keine Gegenwehr. Und jetzt muss er auf den Tiger da aufpassen. Der schaut nicht in seine Richtung. Hat jetzt auch geschossen. Das heißt, den kann er rausnehmen. Auto-Aim drauf und weg ist er. 7:0 steht's. Sehr, sehr, sehr deutlich, muss man hier mal sagen. Und man hat auch gesehen, obwohl die Russen jetzt eigentlich nicht für ihre Genauigkeit bekannt sind, aber die Kanone schießt schon eigentlich dahin, wo man sie braucht. Also das ist ein wirklich spielbarer TD. Hat halt natürlich nicht diesen phänomenalen Alpha, den die ISU mit sich bringt. Oh, jetzt ist sogar der T-34-100 abgeprallt. Oh, jetzt hat er, lasst ihr noch 8 stehen, 96 Hitpoints und er prallt Gott sei Dank nochmal ab. Also mit der Panzerung kann er hier schon gut arbeiten und leben, wie man sieht. Also wenn man mal Revue passieren lässt, der AMX ist abgeprallt, der Tiger ist abgeprallt. Hier mit Premium ist der T-34 abgeprallt, also von dem her lief gut. So, die Hellcat auch jetzt ebenfalls. Davor, das war ja ein Kettenschaden, der zählt jetzt eher semi. Und jetzt wird er wohl Richtung IS-3 fahren, so wie es aussieht. Ja, Hellcat ist auch down. Ja, Ergebnis ist krass eindeutig. Da muss man sagen, da hatte das gegnerische Team wahrlich keine Chance. Ist natürlich in dem Augenblick für das gegnerische Team nicht so schön, aber weil, was will man machen? Am Ende muss man halt einfach den Sieg mitnehmen, so wie er ist. Und ja, ich denke, der Su, der hat ein anderes Problem, als zu sagen, ach, wir haben hier 15-3 gewonnen oder keine Ahnung, 15-4 vielleicht noch. Das ist ganz schrecklich. Habe ich ein schlechtes Gewissen. So. Auch da drauf. Jetzt muss er aufpassen, weil mit seinem Low Life ist er natürlich prädestiniertes Ziel. Aber
gewonnen. 4155 Schaden und ein Panzer, den man seltener sieht. Ansonsten, ihr wisst, schickt mir eure Replays ein und am besten auch mit Panzern, die man nicht so häufig sieht. Da ist die Chance aktuell ein bisschen höher und auch so alles über Tier 6, sag ich mal, ist für mich spannend. Alles darunter bin ich jetzt nicht so selber großer Fan. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Daumen und Kommentar und Abo. Tschüss.